Ich kann das Wort auch langsam nicht mehr hören. Respekt, Respekt. Aber immer auch mit Respekt, auch persönlichem Respekt vor den politischen Gegnern. Respekt gegenüber den Wählern, den Bürgern, dem Volk. Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft? Für viele Eltern war es der Sohn oder die Tochter. Wie lange eigentlich hält unsere Gesellschaft die seit Jahren andauernde, ungesteuerte Migration eigentlich noch aus? Wie auch, wenn sie immer hin und her springen, sich anpassen wie ein Chamäleon und immer das sagen oder behaupten, umsetzen zu wollen, was gerade passt, um Wählerstimmen zu gewinnen. Anderthalb Wochen nach dem grauenhaften tödlichen Angriff auf den 20-jährigen Philippos debattiert der Bundestag mit der von der CDU-CSU beantragten Aktuellen Stunde mit dem Titel Gewalttäter aus Parallelgesellschaften – Ursachen und Konsequenzen der Tat von Bad Oeynhausen ehrlich benennen. Wie wäre es denn, wenn man nicht nur die Ursachen und Konsequenzen benennt, sondern sich frühzeitig um die Ursachen kümmert und es tatsächliche angemessene Konsequenzen für die Täter geben würde? Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Nacht auf den vergangenen Sonntag wurde der 20-jährige Philippos im Kurpark von Bad Oeynhausen aus einer Gruppe von jungen Männern heraus angegriffen und von einem 18-jährigen Syrer so schwer verletzt, dass er an den Folgen dieser Verletzungen kurz darauf verstorben ist. Philippos hat an diesem Tag mit seiner Familie das Abitur seiner Schwester gefeiert. Der Täter lebt im Wege des Familiennachzugs seit mehreren Jahren in Deutschland. Einen Monat nach dem Polizistenmord von Mannheim stehen wir also erneut vor einem erschütternden Verbrechen. Und beide Taten reihen sich ein in eine lange Reihe schwerer Übergriffe und Gewaltverbrechen in den letzten Wochen und Monaten, oftmals begangen durch junge Männer mit, wie wir es so schön politisch korrekt sagen, mit Migrationshintergrund. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Taten sind keine Einzeltaten. Die Namen der Städte, in denen sie geschehen, sind uns allen geläufig. Frankfurt, Krefeld, Lauf, Wolmirstadt, Freiburg, wir alle kennen die Namen. Und fast allen diesen Taten ist eines gemeinsam. Die Täter sind als Jugendliche oder Heranwachsende in unser Land gekommen. Wir haben sie in Deutschland, in unserer Mitte aufgenommen. Wir haben ihnen Zuflucht, Sicherheit und Unterstützung gewährt. Sie alle hatten hier in Deutschland alle Chancen auf ein gutes Leben in Freiheit und in Sicherheit. Umso abstoßender und umso unverständlicher sind vor diesem Hintergrund diese Verbrechen. Und auch viele Menschen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Ampelfraktion, viele Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind und sich hier sehr gut in unsere Gesellschaft integriert haben, sind empört über diese Gewalttaten. Und die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, ganz gleich welche Herkunft und welche persönliche Lebensgeschichte sie haben, sie alle werfen ganz grundlegende Fragen auf, vor allem die: Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft? Wie sicher können wir im Alltag, selbst in den kleineren Städten in unserem Land, noch leben? Und viele Eltern sagen sich, Philippos, das hätte auch unser Sohn sein können. Für viele Eltern war es der Sohn oder die Tochter, die einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind, Verbrechen, die für Jahrzehnte dunkle Schatten auf diese Familien werfen. Und über allen diesen Fragen und Zweifeln steht eine sehr konkrete Frage im Raum. Wie lange eigentlich hält unsere Gesellschaft die seit Jahren andauernde, ungesteuerte Migration eigentlich noch aus? Meine Damen und Herren, die Folgen der unkontrollierten Einwanderung betreffen nicht in erster Linie uns hier in Berlin, in unserem ja weitgehend geschützten Raum. Sie treffen die Polizistinnen und Polizisten, die selbst immer größere Zweifel bekommen, ob die Zustände noch beherrschbar sind. Sie betreffen die Kommunalpolitiker, die mit den Herausforderungen in unseren Städten und in unseren Gemeinden kaum noch Schritt halten können. Lassen Sie mich an dieser Stelle den Polizeibeamten ein herzliches Wort des Dankes sagen für ihren Dienst. Und lassen Sie mich stellvertretend für die Kommunalpolitiker, dem Bürgermeister von Bad Oeynhausen, Lars Bökenkröger, der heute auf der Tribüne Platz genommen hat, herzlich Dank sagen für die Arbeit, die Sie trotz allem in den Städten und Gemeinden unseres Landes leisten. Aber meine Damen und Herren, deswegen
habe ich mich heute in dieser Aktuellen Stunde hier zu Wort gemeldet. Mein Appell richtet sich vor allem an die Bundesregierung. Hören Sie endlich auf, die Probleme in unserem Lande zu beschönigen. Hören Sie auf, von Einzelfällen zu sprechen oder, wie die Bundesinnenministerin sich zitieren lässt, von nicht gelungener sozialer Integration. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es mit Jugendlichen und heranwachsenden Straftätern zu tun, die viel zu oft und ohne ernsthafte Konsequenzen befürchten zu müssen, immer längere Vorstrafenregister ansammeln, von denen die Schulen aus Datenschutzgründen oftmals und in der Regel überhaupt nichts wissen dürfen. Und plötzlich begehen diese Leute schwere Körperverletzungsdelikte oder gar Mord und Totschlag, wie so häufig in den vergangenen Wochen. Dies alles muss jetzt endlich Konsequenzen haben. Und ich appelliere wirklich eindringlich an Sie, jetzt mit uns auch über Maßnahmen nachzudenken, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen können. Die Kollegin Andrea Lindholz wird gleich konkrete Vorschläge von uns noch einmal erläutern. Aber eines möchte ich Ihnen sagen. Wenn wir nicht bald etwas tun, dann zerstört dies die Grundlagen unseres gedeihlichen Zusammenlebens. Auch unser Zusammenleben mit den Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die in unserem Lande leben und die wir brauchen und die gleichzeitig nicht in Mithaftung genommen werden dürfen für die zunehmenden Straftaten derjenigen, die sich unserer Rechtsordnung nicht beugen, die unsere Werte nicht akzeptieren und die mit schwerster krimineller Energie sich der Ordnung unseres Landes widersetzen und die ganz offensichtlich weder integrationsfähig noch integrationswillig sind. Wir müssen jetzt endlich etwas tun. Schlägt er jetzt endlich mal eine Richtung ein, der auch treu bleibt und standhaft? Befürwortet die CDU ab jetzt die Anträge der AfD? Oder lehnt die CDU diese wieder und wieder ab, damit sie eine Woche später die gleichen Anträge stellen können? Oder fährt er schon längst auf der linksgrünen Spur und blinkt hin und wieder mal rechts, wenn es gerade passt? Entscheide dich für eine Richtung. Gehe sie, zieh durch, bleib dir selbst treu und mach weiter. Ja, man kann Fehler machen, gar keine Frage. Man kann auch mal seine Meinung ändern oder nach einer gewissen Zeit rückblickend reflektieren und sich eingestehen, dass man Fehler oder Fehlentscheidungen getroffen hat. Dann steht man dazu, auch in der Öffentlichkeit, räumt den Fehler ein, versichert sich selbst und dem Volk, es zu korrigieren und in Zukunft besser zu machen. Dann erntest du meiner Meinung nach auch wirklichen Respekt. Ich kann das Wort auch langsam nicht mehr hören. Respekt, Respekt. Aber immer auch mit Respekt, auch persönlichem Respekt vor den politischen Gegnern. Respekt gegenüber den Wählern, den Bürgern, dem Volk. Wie sieht denn die Realität aus? Die meisten Menschen respektieren sich nicht mal selbst, wollen aber von anderen respektiert werden. Genau das sehe ich auch bei Politikern. Denn Politiker sind auch Menschen. Auch hier sehe ich Menschen, die sich selbst nicht respektieren und keine wirkliche Verantwortung übernehmen. Wie auch, wenn sie immer hin und her springen, sich anpassen wie ein Chamäleon und immer das sagen oder behaupten, umsetzen zu wollen, was gerade passt, um Wählerstimmen zu gewinnen. So sehe ich das. Wenn sich Politiker dann mal treu bleiben würden, sich selbst respektieren, Verantwortung übernehmen und sagen würden, okay, ich gehe jetzt diesen Weg und möchte diese Dinge umsetzen und dabei auch bleiben würden, dann bekämen sie auch treue und loyale Wähler, die bei ihnen bleiben. So wirft man ihnen immer und immer wieder vor, dass sie ihre eigenen Wähler betrügen oder auch potenzielle Wähler. Genau so habe ich in meiner Kindheit und Jugend die Politik kennengelernt und dann nach meiner Jugend jahrelang absolut kein Interesse an Politik gehabt. Jahrelang bin ich nicht wählen gegangen und es hat mich nicht gejuckt, weil ich immer dachte, es ist völlig irrelevant, was ich mache, weil wir werden eh nur belogen. Man fährt an einem Wahlplakat vorbei und denkt sich, ja genau, sind eh alles Lügen. Ich hatte diese Art von Politiker im Kopf, die A, B, C sagen, umgesetzt wird X, Y, Z. Ein gutes Beispiel ist nun mal das, was immer wieder verwendet wird, keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Und was unterstützen, befürworten und machen sie heute? Heute gibt es immer noch Politiker, die glauben, sie könnten das genauso nach wie vor machen. Ein Beispiel. Am Sonntag nun saß Friedrich Merz im ZDF und wollte sich nicht mehr zu einer stärkeren Militärhilfe bekennen. Nein, ich habe immer gesagt, wir hätten am Anfang mehr tun müssen, sagte er. Aber wir haben jetzt heute den 23. Juni 2024. Sein Tenor? Das Niveau der bisherigen Unterstützung reiche aus. 3 Wochen später? Merz offen für die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine.
CDU-Chef Friedrich Merz hat sich offen für die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine gezeigt. Er sei kein Militärstratege, sagte Merz beim ARD-Sommerinterview auf die Fragen von Social-Media-Nutzern, aber ihm erscheine plausibel, dass man der Ukraine jetzt helfen müsse, wenigstens die Hoheit für den eigenen Luftraum zurückzugewinnen. Deshalb hätten etliche Länder auch in Europa entschieden, dem Land Kampfflugzeuge zu liefern. Wir sollten da als Deutsche nicht zurückstehen, fügt er hinzu. Die Wahlumfragen zeigen bereits, dass ein Umdenken stattfindet, so wie hier. Merz hat seine Rede auf seinem Ex-Account gepostet und darunter habe ich folgenden Kommentar gefunden. Ihnen kann man nicht trauen, habe mein Fett weg in NRW. CDU gewählt, Grün bekommen. Das passiert mir nicht noch einmal. Dennoch gibt es immer noch genug, die diese Art von Politiker wählen und anscheinend noch nicht oft genug auf die Nase gefallen sind. Was Herr Merz gerade gesagt hat, das sagt die AfD schon seit Jahren. Und genau das wirft die AfD der CDU immer und immer wieder vor. So wie an diesem Tag Dr. Bernd Baumann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die CDU bringt heute ein Thema ein: Ursachen benennen für die Gewalttaten aus Parallelgesellschaften. Das ist schon erstaunlich. Das hat die AfD doch schon längst gemacht, zuletzt vergangene Woche hier an dieser Stelle. In meiner Rede benannte ich all die fremden kulturellen Prägungen, die Integration verhindern und die auch Gewalttäter und Parallelgesellschaften hervorbringen. Warum kommen Sie jetzt mit dem Thema? Die Antwort ist klar. Die Wahlen im Osten stehen vor der Tür. Die AfD liegt weit vorn. Aber das bloße Hinterherrennen hinter unseren Themen wird Ihnen auch nicht mehr helfen, Sie von der CDU. Deswegen frage ich erneut, blinkt er wieder rechts und biegt links ab? Bleibt er sich diesmal endlich treu und erhält dadurch treue und loyale Wähler? Wenn er gewählt wird, zieht er es durch und lässt die Grenzen kontrollieren?